Erstmal einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz nach dem Spiel Preußen-Krefeld gegen die Ice Dragons aus Herford. Ja, ich begrüße auch erstmal unsere Gäste, unseren Trainer Bruce Keller, und unseren Trainer Elmar Schmitz und natürlich auch die anwesenden Pressevertreter. Und dann würde ich sagen, fragen wir uns erstmal unseren Gästecoach, ob er mal ein Statement dazu abgeben möchte. Viel Praxis. Ja, im Endeffekt, wir kommen in einen kleinen Kader. Wir haben vier Leute, das eines noch in die Staaten, macht eine Tournee dieses Wochenende. Und Herr Reimer ist auch nicht der Captain normalerweise. So, kommen in einen kleinen Kader, wir sind gut ins Spiel, wir kommen eigentlich. Und meistens haben wir die passende Antwort für die Tore, vielleicht ein Gegentor zu schießen oder ein Tor zurück. Hat nicht geklappt mit den 5:3, aber ich denke, die haben sehr gut gearbeitet und muss ein großes Lob aussprechen. Normalerweise spielen wir ein Vorchecking-Spiel, ein aggressiver Spiel, aber da musst du dann deine 3 Reihen oder 3,5 Reihen, dass wir haben müssen, die da sein, um das zu spielen. Und in der ersten Drittel waren wir einfach zu aggressiv. Haben wir viel Kraft gekostet und hatten dann gemerkt am Ende des zweiten und am Ende der dritten, wenn wir die Tore kassiert. Aber wir haben, sah ganz gut aus, eine sehr gute Mannschaft. Ich glaube, unser Manager meinte, dass ihr eine bessere Mannschaft haben als Unna. Ich denke, habt ihr ein bisschen Pech gehabt am Freitag. Sehr viel gute Reihen, sehr schwer gegenzuspielen, Verteidiger sind stark, Torwart sehr gut. So, wir arbeiten weiter und ich sage, wir gehen in jedes Spiel rein. Wir sind immer die Underdogs. Keiner erwartet, dass wir irgendein Spiel rausgehen und gewinnen, außer wir. So, ich denke, es wird eine schöne Saison für die Jungs. Die lernen im Endeffekt erst dieses Jahr, was ein bisschen profihaftes Eishockey wird. Man sieht noch, dass die dann sehr amateur denken noch und das ist dann die Arbeit, die wir bringen müssen dieses Jahr und hoffentlich am Ende der Saison haben wir alle ein Stück weitergekommen, das nächste Jahr, wir sind noch da. Vielen Dank, Bruce Keller. Und ein kurzes Statement von unserem Coach Elmar Schmidt. Ja, ich sehe das Spiel sehr ähnlich, war ein enges Spiel. Wer das Spiel in Unna gesehen hat, also das hat heute deutlich mehr Spaß gemacht, weil man trotzdem sagen muss, dass Herford super mitgespielt hat. Die haben Eishockey gespielt, nicht nur destruktiv und haben sicherlich aus dem kleinen Kader das Beste rausgeholt. Kompliment an die Einstellung, an den Charakter dieser Mannschaft. Hut ab. Ich habe meinen Jungs gesagt, vom ersten Bulli an, und das hat sich nachher ausgezahlt, unser Gewinner werden die 4 Reihen sein. Wir waren in der Lage, 60 Minuten Druck zu machen. Wenn man den Spielplan sieht, haben wir nur ein Tor in Überzahl gemacht, also 6 Tore bei 5 gegen 5. Das heißt, wir waren immer präsent und irgendwann geht die Kraft aus beim Gegner, wenn er mit 13 Mann antritt und dann kommen die kleinen Fehler und die haben wir dann Gott sei Dank ausnutzen können. Nicht zufrieden war ich mit meiner Defensive, muss ich ganz klar sagen. Da meine ich alle 5 Spieler mit, nicht meine Verteidiger. Das hat Bruce schon gesagt, da kann nicht sein, dass wir jetzt mal ein Tor schießen und im nächsten Wechsel ein Gegentor bekommen und da im Konter laufen, in einer Unterzahlsituation. Der letzte Mann, der hinten ist, einer, der Stürmer ist. Das sind dann natürlich Dinge, die wir noch lernen müssen, aber jeder sehen kann, wir haben junge Verteidiger drin gehabt, in Königsborn 6 DNL-Verteidiger von den 6, die wir hatten und jetzt sind auch nur 2 zurückgekommen, die arbeitsbedingt in Unna nicht dabei waren. Und das ist das, was wir lernen müssen. Nach vorne geht's gut, Tempo haben wir, Speed ist da, müssen nur ein bisschen cleverer uns verhalten, um so Situationen zu vermeiden. Aber ich bin super zufrieden, 3 Punkte aus dem ersten Oberliga-Wochenende, kann man nicht für mehr fragen. Ja, vielen Dank, Elmar Schmitz. Dann die Frage an die Presse, ob da Fragen sind an die Trainer. Eine Frage an den Herrn Keller, Franco von der Westdeutschen Zeitung. Warum haben Sie denn das erste Drittel mit einem so enormen Tempo angefangen? Sie wussten doch, dass wir nur 13 Figuren haben. Hat mich echt erstaunt. Ich habe mich auch erstaunt. Wir wollten nicht vorchecken. Wir wollten nur zurückkommen, wie wir in die zweiten Drittel und die dritten Drittel gespielt haben, um die Kraft zu sparen. Aber eigentlich ist es unser Spiel zu vorchecken. Die Jungs, die junge Mannschaft, du kannst sie nicht dann irgendwie zurück. Und die haben einfach zu viel gemacht. Und ja, auch an die Bank. Das war eine totale Umstellung für die.
Und im Endeffekt, das hat uns vielleicht das Genick gebrochen am Ende, dass die Däner am Anfang waren richtig, am Ende das erste Drittel ist richtig müde. Aber Hut ab, die zweite Drittel war eigentlich ganz gut, denn die dritte Drittel, meistens haben die dann gut mitgemacht und gut gekämpft. Ja, aber da haben Sie total recht. So ein bisschen. Noch eine Zusatzfrage, Ihre beiden Söhne sind das doch, ne? Ja. Die kriegen nachher noch eine extra Predigt, weil die so schnell gespielt haben im ersten Drittel, oder? Ja, man will nicht so böse sein, sie sind eigene Söhne. Ja. Ich bin froh, wenn die schnell spielen, aber dann müssen die dann, wir brauchen die in der dritte Drittel, alle Leute. Wenn die in der dritte Drittel nicht spielen kann, dann haben die etwas verkehrt gemacht. Aber naja, ich habe erstes Spiel hier und nächste Woche haben wir nur ein Spiel gegen Kassel. Müssen wir jede Drittel schnell spielen. Es wird schon ein schönes Spiel. Ich finde, gegen Kassel zu spielen für die Jungs wird super. Wird super wir fahren hart, nur nach Frankfurt. Für uns wird auch leicht. Ja. Wir fahren nur nach Frankfurt. So, es ist schön. Ich denke, jedes Spiel für die ist, die sehen gute Leute und gute Mannschaften. Und wir müssen dagegen einstellen. Und wenn ich drei Reihen habe, dann werden wir gegen Kassel vorchecken. Wir werden einfach der Run gehen und so lange wie wir können gegen die spielen und so viel machen wie wir können und das Spiel so gut veranstalten wie wir können, sehen was passiert. Gibt es noch weitere Fragen von der Presse? Dann würde ich sagen, vielen Dank erstmal an die anwesenden Pressevertreter, an unseren Gästecoach Bruce Keller. Eine gute Heimfahrt wünsche ich. Ja, danke. Dir auch, Emma. Danke. Vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal am 14.10. gegen Kassel. Ja, vielen Dank.